Und das Thema Gleichzeitigkeit beim Laden ist eines, das Markus Wunsch mit der Netze BW ganz intensiv auch untersucht hat. Er ist Leiter Netzintegration, Elektromobilität und die Netze BW hat in Baden-Württemberg diverse Netzlabore betrieben und sich genau angeguckt, was passiert da eigentlich beim Laden, wer lädt wie oft und wann in einem Wohnkomplex, auch in einer Straße. Ich hatte das Glück, diese Projekte mir alle auch schon live vor Ort anschauen zu dürfen und da ist Markus jetzt auch schon zugeschaltet. Das war ein tolles Projekt im Rahmen des Strategiedialogs im vergangenen Jahr, wo wir diese Netzlabore auch filmisch begleitet und besucht haben. Mich besucht hier übrigens gerade eine Wespe. Ich hoffe, sie lässt mich in Ruhe. Hallo Markus, wie geht's dir heute? Guten Morgen, Peter. Mir geht's sehr gut. Dankeschön. Dann mache ich jetzt auch direkt die Bühne wieder frei, kümmere mich mal um das kleine Flugmonster hier und freue mich auf deinen Vortrag, der die Elektromobilität in der Wohnungswirtschaft jetzt mal aus Sicht eines Verteilnetzbetreibers darstellt. Bitteschön. Vielen Dank, lieber Peter, für die sehr, sehr nette Einführung. Einen guten Morgen auch in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei euch, bei Ihnen sein darf, um über das Thema Elektromobilität zu sprechen. Ich werde auf die Wohnungswirtschaft schauen und dabei müssen wir ein bisschen den Blick eines Verteilnetzbetreibers einnehmen. Sprich, welche Herausforderungen, welche Lösungsansätze gibt es da aus Sicht des Verteilnetzbetriebs? Und da freue ich mich, dass wir heute ein bisschen Zeit dafür finden. Ich werde gar nicht dramatisch viel über die Netze BW erzählen. Wir sind Verteilnetzbetreiber und kümmern uns sehr ernsthaft um das Thema Elektromobilität. Alles andere können Sie mich dann gerne auch nochmal separat fragen. Ich möchte so ein bisschen einen allgemeineren Einstieg finden in das Thema Elektromobilität und Verteilnetz, auf die Herausforderungen eingehen, wie stellen wir uns generell auf als Verteilnetzbetreiber und möchte dann aber sehr stark auf einen Feldversuch, wie gerade der Peter schon angekündigt hat, eingehen, unser Netzlabor E-Mobility Carré, das genau diese Aspekte für uns in der Praxis untersucht hat und Ihnen da heute auch ein paar Erkenntnisse sehr gern vorstellen. Beginnen möchte ich aber, wie gesagt, so ein bisschen allgemein mit dem Thema Herausforderung. Für uns wird es als Verteilnetzbetreiber natürlich immer dann spannend und interessant, wenn das Elektrofahrzeug an einen Ladepunkt angeschlossen wird. Sprich, wenn wir aus unserem Verteilnetz Leistung für den Ladevorgang zur Verfügung stellen müssen, dürfen. Und wir unterscheiden da, wie üblich, auch in die zwei bekannten Ladearten, nämlich einmal das private Laden und das öffentliche Laden. Sprich, das Laden im nicht öffentlich zugänglichen Bereich, zu Hause, am Arbeitsplatz oder eben das Laden, das Gelegenheitsladen am Supermarkt oder eben das Schnellladen an der Autobahn. Maßgeblicher Unterschied ist natürlich, wie lange sich ein Fahrzeug jeweils am Ladepunkt befindet. Sprich, wie lange hat ein Fahrzeug Zeit, um den Ladevorgang abzuschließen bzw. möglichst viel Energie nachzuladen. Und deswegen determiniert natürlich auch diese Zeit die Leistung, die am Ladepunkt jeweils dem Elektrofahrzeug zur Verfügung gestellt wird. Und das sind im privaten Bereich die üblichen 11 bzw. 22 kW Wallboxen, die wir mittlerweile haben, im öffentlichen Bereich 150 kW, up to 350 kW. Wir schauen mal, wohin da die Reise geht. Wichtig für uns aber immer, wie summieren sich dann auch die Ladepunkte auf und das determiniert wiederum, in welcher Spannungsebene wir entsprechende Lademöglichkeiten anschließen. Und da sind wir im privaten Bereich maßgeblich in der Niederspannung unterwegs. Im öffentlichen Laden, da geht es definitiv in die Mittelspannung, beziehungsweise, jetzt schauen wir mal, was im LKW-Bereich und Co. passiert, kann es irgendwann natürlich auch in die Hochspannung gehen. Die Herausforderungen, die sind natürlich auch unterschiedlich in diesen zwei Arten des Ladens. Im privaten Bereich, habe ich gerade schon gesagt, in der Niederspannung, da ist einfach das Stromnetz so ursprünglich nicht konzipiert worden für das Laden eines Elektrofahrzeugs. Warum? Die Ladeleistung, die ist vergleichsweise deutlich höher als die anderen Verbraucher, die wir beispielsweise im Haushalt haben. Es gibt da den bekannten Sauna-Föhn-Vergleich. Wir haben die alten, oder Sauna-Herd ist es eher, nicht Föhn. Wir haben die alten Verbraucher, die so mit 3, 4 kW Peak so die großen Verbraucher im Haushalt dargestellt haben. Und jetzt kommt ein Elektrofahrzeug mit einem Ladevorgang von 11 kW oder sogar 22 kW und übertrifft das um ein Vielfaches. Das ist herausfordernd, weil natürlich auch die Hausanschlüsse entsprechend belastet werden. Interessant ist dann aber vor allem, wie summieren sich diese Leistungen aufeinander auf? Einmal im Haushalt natürlich, viel stärker, aber dann auch in einem Kabel, in einer Straße, in einem Stromkreis. Und dann wird es entscheidend, hat Ihr Nachbar auch noch ein Elektrofahrzeug, der Nachbar dann wieder
ebenfalls ein Fahrzeug, wie viele bekommen wir wirklich in einem Kabel und wie viele Fahrzeuge laden dann gleichzeitig und wie viele 11 kW oder 22 kW Ladevorgänge summieren sich dann zu einem Zeitpunkt auf. Und das ist die größte Herausforderung, dann für diese Ladevorgänge auch entsprechend die elektrische Leistung bereitzustellen. Dafür muss sich der Stromnetz weiterentwickeln. Im öffentlichen Laden, da ist es anders gelagert. Das sind Standardprozesse, ein Projektgeschäft für uns. Das heißt, da kommt eine Anfrage eines Betreibers von einem Ladepark, der entsprechend ein Projekt umsetzen möchte, kommt auf uns zu mit einer Leistungsanfrage. Wir können die prüfen. Wir können entsprechend das Stromnetz dafür ausbauen, den Netzanschluss zur Verfügung stellen und haben dann entsprechende Leistungsbereitstellung geringere Probleme. Hier geht es eher um das Thema Geschwindigkeit und Umsetzung, sprich, wie schnell können wir dann entsprechend auch einen Netzanschluss zur Verfügung stellen, denn da sind einige Parteien involviert. Da geht es um Flächensicherung, Genehmigungsverfahren etc. Und da ist für uns entscheidend, dass wir maximal früh eingebunden werden, um entsprechend auch fördernd zu wirken auf die Geschwindigkeit der Umsetzung eines solchen Projektes. Ich habe Ihnen mal im nächsten Slide ein Stück weit den Handlungsdruck mitgebracht, den wir dabei haben. Die Herausforderungen, die haben wir gesehen, wie dringlich sind die Herausforderungen, das sehen Sie im linken oberen Diagramm den aktuellen Hochlauf der Ladeinfrastruktur in unserem Netz und sehen sofort, der nimmt einen exponentiellen Verlauf, in dem Fall ist mal von Januar 20 bis April 21 dargestellt. Gehen wir noch ein bisschen zurück ins Jahr 2019, dann kommen wir da sogar irgendwie aus dem niedrigen zweistelligen Bereich von Ladepunkte, die uns als Netzbetreiber pro Monat gemeldet werden. Jetzt sind es im April 21 schon über 1.500. Und das zeigt so diese krasse Dynamik, die wir da gerade sehen, nicht nur an der Fahrzeugentwicklung, sondern eben auch bei den Ladepunkten in unserem Stromnetz. Insgesamt haben wir um die 13.000 Ladepunkte mittlerweile im Netz im Bewegebiet. Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung weiter Fahrt aufnimmt. KfW-Förderprogramm ist ja ein bekanntes Instrument, das auch beschleunigt. Wir gehen mittlerweile davon aus, dass wir Ende des Jahres an die 40.000 Ladepunkte in unserem Stromnetz haben werden. Entscheidend ist auch, wie bekommen wir mit, dass diese Ladepunkte in unser Stromnetz reinwandern? Da haben wir Melde- und Genehmigungspflichten von Ladepunkten und da sehen wir uns gerade der großen Herausforderung gehen, dass ganz, ganz viele Ladepunkte meldepflichtig ungeprüft in unser Netz wandern und entsprechend die Niederspannung, in dem Fall mit den privaten Wallboxen, so langsam umgangssprachlich gesagt vollläuft. Und da möchten wir dringend vermeiden, natürlich, dass Netzengpässe entstehen können. Ein wichtiger Lösungsansatz für uns ist hier das rechte Schaubild, ein sogenanntes Prognosetool. Hier sehen Sie in Orange die beiden Zahlen dargestellt, 6% E-Mob und 20% E-Mob. Das sind sogenannte Hochlaufszenarien der Elektromobilität. Und wir nehmen diese Szenarien und versuchen die, das sind jetzt also Fahrzeugentwicklungen, versuchen die zu regionalisieren. Sprich, wir brechen die auf unser Stromnetz herunter, um zu verstehen, wo findet in welchem Ausmaß ein Hochlauf der Fahrzeuge in unserem Netz tatsächlich statt. Wir verwenden das soziodemografische Daten, wir verwenden Strukturklassen, um möglichst genau ein Bild dafür zu bekommen, wo Fahrzeuge, aber auch Ladeinfrastruktur entsprechend künftig installiert wird. Dagegen mappen wir dann die freien Kapazitäten in unserem Stromnetz und kennen dann natürlich einen Handlungsbedarf, den wir haben, wie und wo wir unser Stromnetz weiterentwickeln müssen. Und das sind zwei Zahlen, mal als Beispiel das 20% E-Mob-Szenario, sehen Sie unter der Baden-Württemberg-Karte, dass 12% aller Stationen und 2% aller Niederspannungsabgänge erneuert verstärkt werden müssen. Das ist relativ gesehen, hört sich das wenig an, wenn man die absoluten Zahlen sich anschaut mit fast 3000 Stationen, fast 2000 Abgängen, also Kabeln, die wir in der Niederspannung verlegen, dann sind es enorme Zahlen, wenn man vergleicht, dass wir aktuell pro Jahr ca. 200 Stationen erneuern. Also, wie die Herausforderungen zeigen, wir haben maßgeblich, sehen wir jetzt hier auch in den orangen Balken bei der Anmeldung der privaten Ladeinfrastruktur, eine Belastung der Niederspannung. Deswegen umso wichtig, dass wir Digitalisierung, Intelligenz in unsere Niederspannung bekommen. Transparenz, wo finden Ladevorgänge statt, wo ist Ladeinfrastruktur, Überwachung von Hotspots, wie entwickelt sich die Ladeinfrastruktur weiter, also genaue Prognosen zu haben, um eben den Handlungsbedarf so genau wie möglich zu kennen. Wie gehen wir dann mit diesem Handlungsbedarf um? Wir haben zwei Möglichkeiten, entweder das bestehende Netz zu optimieren und natürlich das Stromnetz auszubauen. Und da ist die klare Botschaft, wir brauchen beides.
Wir müssen zum einen mal mit Intelligenz die Aufnahmekapazität des bestehenden Stromnetzes für E-Fahrzeuge zu erhöhen. Denn das gibt uns die wichtige Zeit, die wir brauchen, um das Netz nachhaltig und vor allem zukunftssicher auszubauen. Und da ist das Stichwort Lademanagement, Netzdienstlademanagement ein ganz, ganz entscheidendes, welches wir verfolgen und wo ich im Folgenden jetzt auch darauf eingehen möchte. Ein wichtiges Instrument von uns sind die sogenannten Netzlabore. Das sind vorhin schon mal angeklungen, der Peter hat es auch gerade schon angesprochen. Das sind im Prinzip Feldversuche unter realen Bedingungen, in denen wir gemeinsam mit unseren Kunden Ladeverhalten kennenlernen, Netzrückwirkungen kennenlernen, vor allem aber auch das Potenzial der gerade angesprochenen Lösungsansätze verproben und verstehen, wie wirkt das beim Kunde. Also immer, welches Potenzial hat sowas fürs Stromnetz und welche Wirkung erzeugen wir da beim Kunde und wie kriegen wir das überein? Unsere Testteilnehmer bekommen in diesen Feldversuchen ein E-Fahrzeug für die Projektdauer, den Ladepunkt gestellt, sogar die geladene Strommenge für die Projektzeit. Wir auf der anderen Seite starten natürlich das Stromnetz mit Sensorik aus, um entsprechend die Erkenntnisse auch gewinnen zu können, die wir brauchen. Wir wählen relevante Netztopologien für uns aus. Das heißt Szenarien, Settings, Umfelder, die für uns interessant sind im Kontext Netz und Elektromobilität. Der erste Feldversuch, von dem haben Sie vielleicht sogar schon mitbekommen, das war die E-Mobility Allee in Ostfildern. Da haben wir uns den Speckgürtel einer Stadt ausgesucht mit Stuttgart. Sprich, ein Bereich, wo wir glauben und damals auch geglaubt haben, dass die Durchdringung relativ schnell stattfindet von Elektromobilität und haben deswegen 50% einer Straße elektrifiziert. Die Erkenntnisse, die waren für uns so relevant, dass wir gesagt haben, da möchten wir weitergehen. Die haben sich unterschieden von reinen Simulationen, von reinen Studien. Wir möchten diesen Weg weitergehen, haben deswegen weitere Netzlabore gegründet. Und die sehen Sie ja dargestellt, die sich über ganz Baden-Württemberg mittlerweile erstrecken. Das E-Mobility Carré, werde ich gleich erklären. Die E-Mobility Chaussee im ländlichen Raum. Das intelligente Heimladen mit Fokus auf die Technik. Wie können wir Ladevorgänge tatsächlich netzdienlich steuern? Welche Infrastruktur brauchen wir? Und wie geht das skaliert über ein intelligentes Messsystem mit Steuerbox? Und jetzt im Folgenden Fokus auf das Thema Wohnungswirtschaft, auf das Thema E-Mobility Carré. Die Ausgangslage sehen Sie auf der linken Seite. Wenn wir uns die Wohngebäude in Deutschland anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich nur 16% aller Wohngebäude tatsächlich Mehrfamilienhäuser sind, der große Teil die Einfamilienhäuser. Schauen wir aber die Wohneinheiten an, dann sehen wir, dass sich das ein bisschen umdreht. 53% aller Wohneinheiten in Deutschland sind tatsächlich in Mehrfamilienhäusern. Und das zeigt, dass wir einen ganz, ganz gewichtigen Faktor haben, wo Elektromobilität eine enorme Rolle spielen wird. Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch für uns wiederum als Netz-ÖBW? Zum einen mal die absolute Anzahl in unserem Stromnetz wiederum. Wir haben 160.000 Mehrfamilienhäusern, 500.000 Stellplätze, also ein enormes Potenzial der Elektrifizierung, der E-Mobilität. Und natürlich dann die Geschwindigkeit, wie die Elektrifizierung tatsächlich stattfindet. Und das haben wir auch vorhin schon in der Einleitung darüber gesprochen. Die Gesetzesänderung GAIG, Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz, sprich all die Gesetzesänderungen, die auch Mietverhältnis, das Installieren eines Ladepunkts, der Ladeinfrastruktur vereinfachen und damit den Hochlauf natürlich auch beschleunigen. Und dann die inhaltliche Seite natürlich. Wir haben potenziell viele Fahrzeuge, die hinter einem Netzanschlusspunkt in einem Mehrfamilienhaus gleichzeitig laden. Deswegen haben wir uns entschieden, in diesem Bereich ein Netzlabor zu machen. Ziel des E-Mobility Carré ist in dem Falle zum einen das Ladeverhalten wiederum kennenzulernen. Das heißt, laden die Menschen in einem Mehrfamilienhaus anders, wie sie es vielleicht in den anderen Netzlaboren machen. Dann ebenfalls, wie die Netzrückwirkung aussieht, wenn wir mehrere Fahrzeuge hinter einem Netzanschlusspunkt haben. Und ganz wichtig, welche Lösungsansätze helfen uns dann? Und vor allem, wie können wir die vergleichen, um dann entsprechend einen kundenfreundlichen und netzdienlichen Netzanschluss einem Mehrfamilienhaus im Bestand in dem Falle gewähren zu können. Ort des Geschehens ist die Wohnanlage Pura Vida in Tamm bei Ludwigsburg. Damals war es tatsächlich herausfordernd, eine Wohnanlage zu finden, ein Mehrfamilienhaus. Da waren wir nämlich noch vor GAIG und noch vor Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz. Sprich, hier haben wir noch eine Einstimmigkeit der gesamten Eigentümerschaft gebraucht, hat funktioniert. Deswegen haben wir einen Standort mittlerweile mit 63 Wohneinheiten, eine Sammeltiefgarage, 85 Stellplätze, 58 Ladepunkte in der Tiefgarage haben wir installiert, 2 Batteriespeicher, 2 Zentrale mit jeweils 19 kWh zum zusätzlichen Leistungsboost in den Spitzenlastzeiten.
und die Ladeinfrastruktur bezieht sich auf 11 kW pro Ladepunkt. Thema Netzanschluss, da haben wir einen separaten Netzanschluss installiert, haben uns dafür entschieden, soll aber, und das ist mir wichtig an der Stelle, jetzt keine Blaupause sein für generell die Installation von Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern. Im Gegenteil, Ziel muss es sein, den bestehenden Hausanschluss zu wählen. Und das war auch ein Ziel vom Netzlabor, zu schauen, reicht ein bestehender Netzanschluss aus für eine Menge von 58 Ladepunkten, die wir in dem Falle hatten. Wir haben es hier gemacht, weil ein Projektumfeld, weil wir natürlich auch Nummer sicher gehen wollten und weil wir ein Stück weit mehr Spielraum haben wollten in den Erkenntnissen, die wir gewonnen haben. Ich möchte jetzt Ihnen ein paar Erkenntnisse aus diesem Netzlabor vorstellen. Wir sind mittlerweile tatsächlich am Ende des E-Mobility-Karrees schon angelangt. Wir haben 1,5 Jahre verschiedene Testszenarien durchgeführt und haben im März diesen Jahres das Netzlabor beendet. Ich habe Ihnen jetzt mal trotzdem zwei wichtige Erkenntnisse mitgebracht, auf die ich jetzt gerne mit Ihnen eingehen möchte. Zum einen mal ist das Ladeverhalten. Grundsätzlich, was verstehen wir, was sehen wir beim Thema Ladeverhalten? Naja, die meisten Ladevorgänge finden zwischen 18 und 22 Uhr statt, also sprich in den frühen Abendstunden. Ein Ladevorgang dauert im Schnitt ca. 2,5 Stunden. Sie merken, das ist jetzt nicht die Rocket Science, sondern nicht die Kernerkenntnis, die uns entscheidend weiterbringt. Trotzdem sind auch solche einfachen Erkenntnisse für uns wichtig, aus diesen Feldversuchen, aus dem realen Umfeld zu ziehen. Wichtiger, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist aber die Gleichzeitigkeit. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht den Mittelwert der gleichzeitig ladenden Fahrzeuge in Pura Vida über die gesamte Projektdauer und sehen außerdem mal den Vergleich zwischen Wochenende und zwischen Werktag. Grundsätzlich weniger Ladevorgänge am Wochenende, das sehen wir sehr schön dargestellt. Und grundsätzlich ist die Gleichzeitigkeit im Mittel der ladenden Fahrzeuge sehr gering, was Sie an den bis zu 3 Fahrzeugen und 5 Fahrzeugen im Schnitt sehen können. Interessant ist aber immer, wenn wir uns den Netzanschluss anschauen und die Leistungsbereitschaft, natürlich die maximale Gleichzeitigkeit, weil auch diesen Wert möchten und müssen wir natürlich aus dem Stromnetz zur Verfügung stellen. Und da hatten wir im E-Mobility-Karree über die gesamte Projektdauer eine maximale Gleichzeitigkeit von 13 Fahrzeugen, die gleichzeitig geladen haben. Das sind 22% zu einem sehr geringen Teil der Zeit, aber einen sehr, sehr geringen maximalen Gleichzeitigkeitsfaktor. Wichtig an der Stelle aber, und das sehen wir auch im Vergleich zu den anderen Netzlaboren, ist, dass die maximale Gleichzeitigkeit abhängig der betrachteten Anzahl der Fahrzeuge ist. Ne? Mathematisches Thema, je mehr Fahrzeuge ich betrachte, desto geringer ist die Gleichzeitigkeit. In den anderen Netzlaboren, wo wir weniger Fahrzeuge haben, da reicht die maximale Gleichzeitigkeit teilweise bis zu 75%. Interessanter Nebenaspekt noch zum Thema Ladeverhalten ist die Reichweitenangst. Das finde ich immer ein schöner Aspekt, weil das wirklich zeigt, dass wir im realen Umfeld mit den Menschen arbeiten. Wir sehen in jedem Netzlabor, dass beim Ladeverhalten die Reichweitenangst mit Dauer des Projektes abnimmt. Bedeutet, am Anfang des Projekts sehen wir Ladevorgänge gefühlt an jedem Tag. Sprich, die Menschen kommen nach Hause, fahren zum ersten Mal elektrisch, schließen ihr Fahrzeug an den Ladepunkt ab. Je länger das Projekt dauert, und das sehen wir überall, desto mehr nimmt die absolute Anzahl von Ladevorgängen ab, aber die Energiemenge pro Ladevorgang, die nimmt wiederum zu. Das heißt, die Menschen gewinnen Vertrauen in ihr Fahrzeug, in die Reichweite und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt im Thema Elektromobilität. Und deswegen noch eine weitere Erkenntnis, die ich mitgebracht habe, weil wir auch heute darüber sprechen werden, das Thema Lademanagement. Grundsätzlich haben wir verschiedene Lademanagement-Konzepte im E-Mobility-Karree getestet. Warum funktioniert Lademanagement? Weil die Fahrzeuge einfach mehr Zeit im privaten Bereich zum Laden haben, als sie tatsächlich benötigen. Und das Lademanagement nutzt diese Flexibilität, die dadurch entsteht, zur Optimierung oder Veränderung von Ladeverhalten. Und das kann natürlich in unterschiedlichen Interessen passieren, netzverträglich, netzdienlich, systemdienlich oder marktdienlich. Sprich, zum einen, der Kunde optimiert sich, das Netz, der Ladevorgang wird anhand des Netzes optimiert oder anhand des Energiesystems, sprich Flexibilität am Regelenergiemarkt oder anhand von flexiblen Marktpreisen durch den Markt gesteuert. Im E-Mobility-Karree haben wir 3 Phasen des Lademanagement getestet, sowohl netzverträglich als auch letztdienliches Lademanagement, immer mit dem Fokus auf Potenzial und Kundenwirkung. Erste Testphase,
haben wir statisch gesteuert, die Ladevorgänge, und entsprechend, das sehen wir hier im Bild, eine statische, dauerhafte Grenze von 40 kW eingezogen und so die Ladeleistung reduziert. Man sieht schön, wie entsprechend hier über 20 kW die Leistungsspitze, Leistungspeak geglättet werden konnte, aber in der orangen Kurve sehen wir, dass der Ladevorgang dadurch länger wird, aber lediglich um 45 Minuten im Schnitt in diesem Fall, in dieser Testphase. In der zweiten Testphase, da haben wir netzdienliches Lademanagement gemacht, nämlich Zeitfenster definiert, also nicht eine dauerhafte Reduzierung, sondern wirklich nur in den frühen Abendstunden, jeweils von 18 bis 22 Uhr 45 kW reduziert. Interessant, hier können die Menschen an mehr Zeitpunkten des Tages freiladen, aber die Ladedauer verlängert sich in den reduzierten Zeiten ein bisschen mehr um 75 Minuten. Und dann haben wir noch in der dritten Phase tatsächlich dynamisch gesteuert, sprich wir haben die tatsächliche Auslastung des Ortsnetztrafos genutzt, um in den Zeiten, wo wir eine hohe Belastung am Trafo gesehen haben, wirklich nur die Leistung zu reduzieren. Und das Entscheidende für uns, dass 93% unserer Kunden gesagt haben, sie fühlen sich durch diese Lademanagement-Konzepte nicht eingeschränkt. Schauen wir aufs Fazit. Dann bleibt natürlich dieses Lademanagement, diese 93% irgendwie hängen. Ich habe trotzdem auch nochmal das inhaltliche Potenzial hier mitgebracht. Und das verdeutlicht nochmal ein Stück weit das, warum wir ein Lademanagement brauchen, auch gerade in der Wohnungswirtschaft. Hätten wir die 58 Ladepunkte in der Tiefgarage mit einer Gleichzeitigkeit von 1 dimensioniert, dann hätten wir einen Netzanschluss von 638 Kilowatt gebraucht. Mit einer natürlich angenommenen Gleichzeitigkeit und vor allem mit sinnvollen Lademanagement-Konzepten konnten wir das bis zu 40 kW reduzieren, also um 94%. Und dann denken Sie bitte an diese 93% der Kunden, die dann immer noch gesagt haben, wir fühlen uns überhaupt nicht eingeschränkt, weil unser Fahrzeug trotzdem am nächsten Morgen vollgeladen war. Und das bedeutet für die Kunden so ein Lademanagement geringere Aufwände, geringere Investitionen, für das Stromnetz Vermeidung von Lastspitzen, Vermeidung von Engpässen und vor allem, wie vorhin gesagt, Zeit für einen wirklich wichtigen und zukunftssicheren Netzausbau. Denn wie gesagt, wir werden beides brauchen. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir die Netzintegration der Elektromobilität sehr, sehr erfolgreich gestalten können. Vielen Dank. Lieber Markus, wir bedanken uns für diese Erkenntnisse aus den Netzlaboren und speziell dem E-Mobility Career an der Stelle. Mal ganz offen gefragt, haben dich diese Ergebnisse überrascht? Es waren teilweise Erkenntnisse, die sich bestätigt haben aus dem vorhergehenden Netzlabor, wie das Thema Ladefalten zum Beispiel, dass die Gleichzeitigkeit nochmal ein Stückchen weiter runterrutscht. Das hat uns im ersten Moment überrascht, war dann aber mathematisch eigentlich auch recht gut erklärbar. Interessant war natürlich aber dann, dass wir so extrem den Netzanschluss reduzieren konnten über Lademanagement. Und das hat uns dann eher bestätigt in den Annahmen, in der Haltung, die wir haben und dass es die richtigen Ansätze sind, die wir verfolgen. Jetzt haben wir ja trotzdem die Tendenz, dass die Fahrzeuge, die jetzt so in den Markt kommen, insbesondere die Elektro-SUVs, ja auch oft mit sehr großen Batterien um die Ecke kommen. Kalkuliert ihr diese Batteriegrößenentwicklung auch mit ein in eure Planung? Wir müssen natürlich drauf schauen, weil je größer die Batterie, desto länger dauert der Ladevorgang bei einer gleichbleibenden Ladeleistung. Natürlich wird auch nochmal interessant, ändert sich die Ladeleistung da nochmal, auch im AC-Bereich. Da müssen wir drauf schauen. Aktuell konzentrieren wir uns tatsächlich auf die derzeitige Fahrzeugentwicklung und den derzeitigen Fahrzeugstand, weil der bringt schon genug Herausforderungen mit sich. Aber ich habe vorhin ja oft mal gesagt, zukunftssicherer Netzausbau. Ne, also wir müssen immer nach vorne schauen, wie viele Fahrzeuge werden wir wirklich haben, wo werden wir es haben, welche Ladeleistungen werden wir wirklich bekommen, was passiert bei den Bussen, bei den LKWs und Co. Und deswegen ist wichtig, dass wir immer drauf schauen, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Letzten Endes gibt es ja auch von einigen NGOs die Forderung, dass der komplette Verkehr möglichst kurzfristig in 5 bis 10 Jahren schon auf Strom umgestellt wird. Das heißt, im E-Fall ist bald alles unter Strom. Mal so aus dem Bauch heraus, kriegt man das technisch hin in so einem 10-Jahres-Horizont für die Maximalforderung?
Das ist das, warum ich immer sage, es ist verdammt herausfordernd. Du erinnerst dich vielleicht an unseren ersten Gesprächen noch. Wir haben ja auch mal gesagt, Mensch, das Thema Netzintegration, das bekommen wir hin. Ja? Und da bin ich auch weiterhin überzeugt davon. Aber wir merken, wie verdammt herausfordernd das tatsächlich wird und dass wir Netzengpässe haben können. Und deswegen ist für uns das alles Entscheidende, wenn wir unseren Kunden, und das wollen wir, einen sofortigen Netzanschluss zur Verfügung stellen wollen, dann brauchen wir Lösungsansätze wie Lademanagement. Und das heißt ja für uns eher, wir möchten die Kunden sofort ans Netz bringen, auch in so einem kurzfristigen Zeitraum, den du gerade ansprichst. Dann aber vielleicht zeitweise mit einer bisschen weniger Ladeleistung, die aber das Ladeverhalten überhaupt nicht einschränkt. Wunderbar. Vielen Dank erstmal für die Beantwortung der ersten Fragen. Wir vertiefen das nachher im Talk. Für dich jetzt auch nochmal die Zeit für einen Kaffee am heutigen Mittwochvormittag und dann sehen wir uns nachher wieder. Vielen Dank, Markus, erstmal. Ich freue mich. Bis nachher.